Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Manuela Diehl. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie sich wieder reingeklickt haben. Unser heutiger Gast ist Klaus Hartrampf. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Hartrampf Immobiliengruppe aus Leipzig. Mit Herrn Hartrampf möchte ich über Renditeobjekte außerhalb der großen Metropolen sprechen. Guten Tag, Herr Hartrampf. Wir möchten uns heute über Renditeobjekte außerhalb der großen Metropolen unterhalten. Aber lassen Sie uns zunächst auf Ihr Unternehmen kommen. Sie sind seit über 20 Jahren am Markt und auf die Errichtung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Können Sie uns mehr über die Hartrampf-Gruppe erzählen? Ja, Tag, Frau Dr. Diehl, danke für diese Frage. Ich muss gerade mal nachrechnen. Sie sagen seit 20 Jahren. Wir sind in der Tat seit länger als 1993 am Markt. 1993 haben wir die Bauträgertätigkeit unter unserer einen Firma, ASE Real Estate, in Leipzig begonnen. In Leipzig haben wir seit langem über 70 große Mehrfamilienhäuser, auch ein kleines Hotel und Sonderbauten saniert. Häuser, die als Kulturdenkmäler den Investoren besondere Steuervorteile ermöglicht haben. Das haben wir auch gemacht in Gotha, in Mainz, in Berlin, in Potsdam und werden dieses Geschäft auch weiter fortsetzen. Wir haben vor 5 Jahren begonnen mit der Neubautätigkeit und errichten seitdem auch sehr exklusive Mehrfamilienhäuser, vom Angebot her vorwiegend für Selbstnutzer. Noch jung ist unser Geschäftsfeld Renditeimmobilien unter der Hartrampf Grundinvest GmbH. Unter dieser Firma bieten wir Investoren Renditeimmobilien zu, wie ich meine, sehr attraktiven Preisen an. Also vermarkten Sie als ausgewählte Bestandsimmobilien. Was bedeutet jetzt in dem Fall ausgewählt? Wonach wählen Sie diese Immobilien aus? Wir wenden auf unsere Ankaufskriterien, unsere Erfahrungen der letzten, man muss ja schon sagen, Jahrzehnte an. Ich bin ganz stolz drauf, wir waren für unsere Investoren am Standort Leipzig Vordenker in Lagen, die ja damals noch nicht so attraktiv waren. Keiner wusste was von Leipzig, keiner wollte da so richtig hin. Sachsen war Ostdeutschland und man assoziierte damit vielleicht den sprachlichen Duktus des früheren Republikpräsidenten und viel mehr wussten die Investoren nicht, wollten sie auch nicht. Inzwischen in der Weisheit der Rückschau können wir sagen, dass unsere Standortauswahl vorausschauend sehr richtig war und für unsere Investoren gute, sehr gute Renditen gebracht hat. Das Gleiche wiederholen wir jetzt, indem wir an Standorten, die noch nicht ganz so populär sind, die aber gesichert und gut recherchiert schon angesprungen sind und schon Steigerungsraten haben, dort unseren Investoren gute Angebote zu machen. Und wenn Sie diese Bestandsimmobilien sind eigene Immobilien, die Sie jetzt nach und nach verkaufen. Also es sind aus Ihrem eigenen Bestand. Genau. Also wir sind kein Makler, sondern bei uns gibt es, wenn Sie es so sagen wollen, die Milch vom Bauernhof. Wir haben Immobilien im eigenen Bestand, die wir behalten und oder verkaufen. Und Ihre Käufergruppe, sind das jetzt eher die privaten Anleger oder institutionelle Investoren? Wen haben Sie als Zielgruppe im Auge? Das muss man sich ganz übersichtlich vorstellen. Wir möchten mit unserem Produkt Immobilien zugänglich machen für die Bezieher normaler Einkommen, um es mal in Zahlen zu bringen. Wir verkaufen Wohnungen für 80, 100, 120.000 Euro. Griffige Größenordnungen, die jeder Mensch mit einem normalen Einkommen sich gut kaufen kann. Das für die Institutionellen, das ist ein anderes Geschäft. Kein Geschäft, was wir mit begleiten wollen. Wir sind Mittelständler. Institutionelle
kaufen von anderen Institutionellen zu zweistelligen oder dreistelligen Millionenbeträgen. Zwischendurch werden dann noch Hochhäuser und Glaspaläste finanziert. Das ist nicht unser Geschäft. Wir sind Mittelständler und bieten direkt für den Endkunden gute, leicht erschwingliche Immobilien an. Also sowohl für den, der eine Anlageimmobilie sucht, als auch für den, der eine zum Selbstnutzen eine Wohnung sucht. Ja, wissen Sie, das Geschäft hat sich jetzt so ein bisschen ausdifferenziert. Für die Selbstnutzer ist es unser Neubauprogramm, wo wir sehr schöne Immobilien in guten Lagen in der Produktion haben. Für den Anleger ist ja die vermietete Immobilie gesucht. Das ist dieses Renditeprogramm mit den vorerwähnten Preisen. Hier sind die Wohnungen bereits vermietet, sodass für den Investor keine Mietausfälle in Sicht sind. Und bieten Sie den Käufern darüber hinaus, jetzt über Ihre Expertise und diese, dass Sie gut ausgewählt sind, auch noch weitere Serviceleistungen? Also haben Sie Mietgarantien oder irgendwelche Garantien für den Anleger, wenn er nicht selber in der Wohnung leben muss? Ja, da haben Sie eine schwierige Frage gestellt. Wissen Sie, das Wort Mietgarantie, das ist in den letzten 20 Jahren so, je nachdem, wie rum man es anschaut, so ein bisschen in Verruf geraten. Wir erinnern uns an Zeiten, wo eine Mietgarantie eine Rendite herbeigefreut hat, die der Markt gar nicht bezahlt hat. Also, meine ganz einfachen Zahlen. Wenn der Markt in einer gegebenen Stadt 5 Euro Miete pro Quadratmeter für eine gegebene Kategorie Wohnungen bezahlt, dann hat es Anbieter gegeben, die mit Mietgarantien für 7, 8, 9 oder 10 Euro eine Rendite vorgestellt haben, die innerlich aber gar nicht erwirtschaftet wurde. Das machen wir nicht. Wir geben allerdings Sicherheiten. Wir geben unseren Erwerbern die Sicherheit, dass sollten Mietausfälle in der Zeit direkt nach dem Erwerb bestehen, wir die abdecken. Wir geben die Sicherheit, dass wir, wenn ein Mieter auszieht, wir die Wohnung renovieren. Wir geben die Sicherheit, dass wenn ein Mieterwechsel sein sollte im zeitlichen Umfeld des Erwerbes, dass dann wir die Kurtage für einen Vermietungsmakler übernehmen. Diese und andere Sicherheiten geben wir. Aber was wir nicht tun, ist die Miete als Garantie vom Markt abzulösen. Die Wohnungen bei uns bringen regelmäßig 5,20 Euro, 5,30 Euro Miete im Mietvertrag mit dem Mieter. Und das legen wir offen und das geben wir genauso weiter. Mhm. Dann lassen Sie uns über Ihre Preisgestaltung sprechen. Wenn man sich auf Internetplattformen vergleichbare Wohnungen anschaut, fällt auf, dass Sie mit Ihrem Angebot doch im oberen Preissegment zu finden sind. Wie rechtfertigen Sie das? Ja, rechtfertigen. Oder wie lässt sich das, also wie kommt es dazu? Ja, wissen Sie, es gibt ja immer von Bissspannen, wo Preisbildung entsteht. Wir sind in den guten Quartieren der Stadt, in den ruhigen Seitenstraßen, in den Wohnungen mit Balkon, in den Wohnungen, die technisch in Ordnung sind, in den Wohnungen, wo es auch in der Eigentümergemeinschaft keine Probleme gibt, im Umfeld unserer Sicherheiten, automatisch nicht am unteren Ende des Marktes angesiedelt. Lassen Sie mich einen Vergleich versuchen. Nehmen Sie an, Sie wollen sich einen schönen VW Golf als Gebrauchtwagen kaufen. Dann können Sie sich im Autoscout, heißt es wohl, die Preisspanne für ein gegebenes Baujahr zwischen 5.000 und 10.000 Euro anschauen, für ein gegebenes Modell. Das sind alles VW Golf. Ja, welchen nehmen Sie jetzt? Wenn Sie näher gucken, sehen Sie, der eine hat eine hohe Kilometerlaufleistung. Wenn Sie näher gucken, sehen Sie, der eine hat schon viermal den Besitzer gewechselt. Wenn Sie noch näher gucken, sehen Sie, dass der eine vielleicht schon mal neu lackiert worden ist, möglicherweise einen Unfallschaden hatte. Und wenn Sie das eine Weile gemacht haben, also ich weiß nicht, was Sie tun, aber ich weiß, was ich tun würde, dann würde ich mir immer noch einen Gebrauchtwagen kaufen, aber in einer Werksvertretung, wo ich gewisse Sicherheiten bekomme, wo ich eine Garantie bekomme, wo ich weiß, dass der Tacho nicht zurückgedreht wurde und wo ich weiß, ja, da zahle ich tendenziell den etwas höheren Preis,
aber ich fühle mich besser, als wenn ich auf einem Gebrauchtwagenplatz irgendwo auf der grünen Wiese mit bunten Fähnchen gekauft habe. Ja, Kauf von einem Pkw oder auch eben von einer Wohnung ist ja immer auch Vertrauenssache. Also das stimmt. Und mit welcher Rendite können die Käufer rechnen, dann wenn sie jetzt eine Wohnung jetzt bei Ihnen kaufen? Ein Käufer aus Westdeutschland kauft eine Wohnung in Chemnitz. Wie errechnet er sich seine Rendite? Ganz einfach. Sein eingesetztes Kapital verzinst sich mit rund 4,4%. Die Zahl nehmen Sie jetzt bitte nicht ganz wörtlich. Das können 4,3 oder 4,2 oder 4,6% sein. Aber als Kernzahl sind es rund 4,4% Kapitalverzinsung. Gut. Und das wird transparent dargestellt und das ist im Vertrag, also kann der Kunde, der Käufer das dann sehen. Er hat die Mieteinnahmen, die Jahresmieteinnahme und kann sich das dann errechnen. Ja, wissen Sie, das ist aus meiner Sicht das Schöne an unserem Produkt. Es gibt keinen dicken Prospekt, es gibt keine 100 Seiten Kleingedrucktes, es gibt eine ganz einfache Aussage. Dies ist der Kaufpreis der Wohnung, dies ist der Mietvertrag, die Monatsmiete mal 12 ist die Basis der Renditeberechnung. Wenn ich die ins Verhältnis setze zum Kaufpreis, dann habe ich die Rendite. Alle Wohnungen, die wir kaufen, beginnen mit einem Gespräch bei dem jeweiligen Mieter, wo wir sagen, Sie wohnen hier seit 5 Jahren in der Wohnung drin. In letzter Zeit sind die Mieten noch nicht besonders gestiegen. Wir möchten Ihre Stimmung nicht verschlechtern, wenn wir gleich eine Mieterhöhung vornehmen. Mit anderen Worten, wir handeln die Bestandsmietverträge, so wie sie sind, unverändert an unsere Enderwerber durch. Mhm. Ja, das ist ja dann auch schön für die Mieter, dass sie diese Sicherheit haben. Und wenn ich das so höre, also Sie haben jetzt hauptsächlich oder ausschließlich Immobilien in Sachsen und scheinen auch sehr mit diesem Bundesland verwachsen zu sein. Können wir näher etwas über den Menschen, Herr Hartramp, erfahren, über den Menschen Klaus Hartramp? Also sind Sie in Sachsen geboren oder wie sind Sie nach Sachsen gekommen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Wie soll ich Ihnen das? Also erstmal ja, ich bin Sachsen-Fan. Und das stammt jetzt nicht von mir, also man wird Sachsen sicherlich inzwischen als das Baden-Württemberg des Ostens bezeichnen. War immer so, vor dem Krieg saßen gute und wichtige Industrien in Sachsen, tun es jetzt wieder. Und alle Kennzahlen dieses Bundeslandes sprechen ja von Erfolg. Gestatten Sie mir gerade noch eine Anmerkung bitte. Als wir angefangen haben in Leipzig 1993, da mussten wir uns ja immer diese Ost-West, oh, das ist ja im Osten, muss man es anhören. Und ich wusste am Anfang nicht um das richtige Argument, bis es mir dann einfiel. Ich sagte, liebe Leute, wenn euch der Osten nicht gefällt, dann geht doch ins Saarland. Das liegt definitiv im Westen und ist wirtschaftlich so erfolgreich, wie man es in der Zeitung nachlesen kann. In Beantwortung Ihrer Frage, wo komme ich her? Heutzutage sagt man wohl, ich habe Migrationshintergrund. Meine Eltern, mein ostfriesischer Vater und meine Berliner Mutter haben sich in Berlin kennengelernt in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. In Berlin bin ich 1955 geboren, aufgewachsen, also prägende Stadt für mich war Hamburg. Mein Vater war Arzt und Regierungsbeamter, dazu kam dann später nochmal Bonn, Sozialministerium. Dann ein Jahr Studium in Berlin, später im Rhein-Main-Gebiet. Und im Rhein-Main-Gebiet haben wir die Firma betrieben bis 1993, beginnend der Wechsel nach Leipzig stattgefunden hat. Inzwischen bin ich, wie man so sagt, mit Familie, Kind und Rind nach Leipzig umgezogen. Und wenn ich nicht schon einen Job hätte, dann würde ich wahrscheinlich Marketing für Sachsen machen, in der Tat. Ja, ja, das machen Sie gerade. Und ich habe auch erfahren, und das zeigt ja auch Ihre Verbundenheit mit Sachsen, dass Sie sich für Kinder aus benachteiligten Familien engagieren. Können Sie uns dazu noch etwas sagen oder möchten Sie uns dazu etwas sagen? Oder?
Ja, sehr gerne. Also am liebsten den ganzen Tag. Wir betreiben ein kleines Kinderwerk. Wir nennen uns Christliches Kinderwerk der Kinderhafen und betreiben eine offene, wie man heutzutage sagen würde, niederschwellige Einrichtung, in die Kinder aus sozial nicht so gut gestellten Familien einfach hineinspazieren können und bekommen dort ein, ja, so von der Idee her, familienähnliches Angebot. Das heißt, es wird zusammen gegessen, es wird erstmal zusammen gekocht, dann zusammen gegessen, zusammen gespielt, Hausaufgaben gemacht. Also das, was eigentlich ein schöner Kindernachmittag nach der Schule sein sollte und was funktional gestörte Familien nicht so gut zur Verfügung stellen kann. Zum Schluss noch eine Frage hinsichtlich den Pläne der Hartramp-Gruppe und auch einen kleinen Ausblick in, was die Zukunft des Immobilienmarkts in Sachsen angeht. Können Sie uns da zu etwas sagen? Wie sehen die Pläne der Hartramp-Gruppe in nächster Zeit aus? Ja, das ist ganz einfach, unverändert. Wir bauen gern, wir bieten gern Immobilien an, machen das weiter. Alle Zahlen, alle Kenndaten sprechen dafür, dass das eine sehr gute Idee ist. Das beantwortet auch den zweiten Teil Ihrer Frage. Die Preise haben deutschlandweit schon ein Stück angezogen, das ist unbestritten. Im ehemaligen Osten noch nicht so sehr. Wir sehen, soweit ich jetzt gucken kann, weiterhin die besten Perspektiven für Investoren in Sachsen. Und wie gesagt, wir sind mittelständischer Betrieb in den wenigen ausgesuchten Standorten, in denen wir uns bewegen. Gut, vielen Dank, Herr Hartramp, für das Gespräch. Herzlichen Dank.